Heute wollen wir uns ein wenig damit auseinandersetzen, wie ihr herausfindet, welche Karten in eurem Inventar gerade eigentlich wichtig sind und wie ihr euch diese einteilt, sodass ihr nicht einfach aufgekauft werdet. Falls euch das interessiert, bleibt gern dran. Bis gleich. Hallo alle miteinander und willkommen zu einem neuen, naja, in einer Art und Weise Kartmarket-Tutorial, wobei das Ganze heute etwas generischer ist. Ihr wisst ja bereits, worum es geht und wir haben uns vor einigen Wochen schon mal mit einem ähnlichen Thema befasst. Wir haben uns nämlich vor einigen Wochen damit beschäftigt, wie wir es schaffen, dass nicht einfach alle unsere Karten aufgekauft werden, indem wir die Anzahl von kaufbaren Karten einschränken. Doch heute geht es um etwas anderes. Heute wollen wir uns einerseits damit befassen, welche Karten im euren Inventar interessant sind und welche Karten sich gut verkaufen und andererseits wie ihr dafür sorgt, dass ihr euch diese möglichst lange einteilen könnt, sodass ihr das Beste aus dieser Karte rausmacht. Bevor wir jetzt jedoch damit anfangen, wollte ich euch gerne noch kurz darauf hinweisen, dass falls euch das Ganze interessiert, euch die ganze Kartmarket-Thematik und der Handel mit Karten interessiert, Abo-Knopf, YouTube-Kanal abonnieren, ist kostenlos, supportet den Kanal und ihr bekommt in Zukunft immer mit, wenn ich ein neues Video poste. Das Ganze ist wie gesagt kostenlos und ihr könnt mich jederzeit, falls euch nicht mehr interessiert, wieder deabonnieren. Gut, wir wechseln jetzt aber erstmal direkt die Perspektive. Heute wollen wir als Beispiel die Predator Plant Werte Anaconda aus Dual Overload nutzen. Der Grund, weswegen wir diese Karte benutzen, ist, weil die meisten von euch wahrscheinlich den Kontext dieser Karte jetzt in diesem Augenblick verstehen und ich so die Beispiele relativ leicht erklären kann. Wenn ihr gerade eine Werte Anaconda in eurem Inventar habt, dann ist das eine relevante Karte, eine starke Karte und sie ist vor allem für euch als Verkäufer interessant, weil sie dafür sorgt, dass sie auch andere Karten verkauft. Es ist ein Combo-Piece, es ist ein Extender, es ist ein Combo-Starter etc. etc. Sie ist vielseitig einsetzbar und sie verkauft andere Karten aus eurem Inventar. Diese Karte verkauft Red Ice Fusions, diese Karte verkauft Super Polys, diese Karte verkauft normale Polys, diese Karte verkauft Instant Fusionen und diese Karte verkauft alle möglichen anderen fusions-relateden Karten, wie zum Beispiel Hero Decks oder aber Fluffelkarten. Deswegen solltet ihr diese Karte auf jeden Fall versuchen, euch einzuteilen. Ihr könnt diese Technik natürlich auch benutzen, wenn ihr in irgendeine Karte rein investiert habt oder aber ihr euer Set, irgendein Set in größeren Mengen aufgemacht habt oder auch in kleineren Mengen. Diese Technik funktioniert auf diese Art und Weise in mehreren Möglichkeiten. Und zwar haben wir jetzt definiert, was in eurem Inventar eine wichtige Karte ist. Eine Karte, die andere Karten verkauft. Das ist jetzt natürlich nicht nur die Werte Anaconda, sondern es sind meistens Karten, die entweder vor kurzem gut geworden sind, aber schon länger existieren und deswegen im Preis gestiegen sind. Der Markt ist dann etwas dünner und ihr könnt durch diese Karte sehr prima noch andere Elemente der entsprechenden Decks verkaufen. Oder aber es sind Karten, die neu rausgekommen sind oder aber es sind frisch rausgekommene Reprints von bereits beliebten Karten. Das sind in der Regel die Karten, die bei euch wichtig sind. Allerdings können es auch generell seltene Karten sein oder High-Rare-Karten. Das bedeutet auch First-Edition-Karten, Ultimate-Rare-Karten, Ghost-Rare-Karten, Secret-Rare-Karten für Karten, die es auch in anderen Raritäten gibt. Das sind auch alles Karten, die rein prinzipiell zu diesen guten und wichtigen Karten in eurem Inventar zählen können. Jetzt wollen wir uns doch mal mit ein paar Techniken befassen, wie wir dafür sorgen können, dass wir uns diese Karte möglichst lange einteilen. Sagen wir jetzt nämlich zum Beispiel, wir haben 20 Predator Plant Werte Anacondas. Und die Karte ist doch vor kurzem erst von so 16, 17 Euro auf fast 20 Euro gestiegen. Dann haben wir das Gefühl, dass die Karte durchaus vielleicht noch 1, 2 Euro dazu gewinnen kann. Möchte ich jetzt also direkt alle von dieser Karte verkaufen, möchte ich diese Karte jetzt für 19,50 Euro eintragen, alle 20 Stück, und schauen, dass sie einfach alle schnell rausgehen? Nein, eher nicht, denn diese Karte, wissen wir, wird später noch relevant aufgrund der Megatin 2020. Wir wollen uns diese Karte also einteilen. Wenn wir 20 Kopien haben, können wir dann also Folgendes machen. Wir nutzen als erstes als Beispiel eine sogenannte Thresholder-Technik. Ein Thresholder oder aber ein Limiter ist die Möglichkeit, eure Karten zu inserieren und Track darüber zu behalten, wie viele Karten ihr dieser Kopie dieser Karte besitzt, ohne alle zum selben Preis reinzustellen. Das bedeutet, sagen wir haben 20 deutsche Kopien. Dann wollen wir jetzt 9 Stück relativ schnell verkaufen, um unser Investment wieder reinzuholen. Diese können wir jetzt also für 19,98 Euro reinstellen. So. Jetzt haben wir allerdings noch
11 Kopien dieser Karte übrig. Das bedeutet, wir wollen jetzt als nächstes mitbekommen, wenn die Karte etwas im Preis steigt. Nachdem wir unsere 9 Kopien verkauft haben, haben wir erstmal kein großes Interesse daran, die Karte schnell zu verkaufen. Demzufolge nehmen wir weitere 3 Kopien, damit es auch nicht irgendein Zufall ist, und tragen diese für 21,99 Euro ein. Was ein leichter Preisanstieg ist, doch wenn wir uns den Markt in diesem Fall angucken, ist eine Menge Holz dazwischen. Zwischen diesen 19,89 Euro und diesen 21,99 Euro. Da ist eine Menge Holz dazwischen und dieses Holz braucht durchaus eine Weile, bis es abgefackelt ist. Sagen wir es einfach mal so. Das bedeutet, ihr nutzt diese 3 Kopien jetzt quasi als Signal. Sobald ihr seht, dass diese Kopien hier verkauft werden, solltet ihr mal reingucken und schauen, wie sich der Markt jetzt gerade verhält. Denn es verkauft sich ja eine Karte nicht ohne Grund einfach so wesentlich teurer, als viele andere Kopien Wert haben. Außer aber ihr habt in dieser Bestellung noch eine andere wertvolle Karte, die gerade interessant für den Verkauf ist und in dem Fall die Predator Plant rausgezogen hat aus eurem Inventar. Das ist auch immer etwas, was ihr beachten solltet. Und dann haben wir jetzt am Ende noch 8 Kopien übrig. Und diese 8 Kopien nehmen wir und tragen sie massiv teurer ein. So, wir haben jetzt Deutsch, senden weitere 8 Kopien online. Und jetzt sieht das Ganze in eurem Inventar so aus. Ihr werdet das sicherlich auch schon mal in irgendwelchen gewerblichen oder aber privaten oder Powerseller-Accounts gesehen haben. Jetzt wisst ihr, warum Leute diese Technik im Wesentlichen anwenden. Denn sobald diese hier gekauft werden, kann man von den übrigen 8 Kopien den Preis so anpassen, dass man sie wieder verkauft, allerdings nicht einfach so alle 8 Kopien rausgekauft werden und man am Ende etwas Geld verpasst. Diese Technik ist natürlich nur etwas, wenn ihr das Geld nicht so schnell wie möglich wieder reinholen wollt, sondern wenn ihr ein bisschen an die Zukunft denken wollt und am Ende ein paar Euro mehr damit verdienen wollt. Diese Technik hat allerdings auch ein paar Nachteile. Vorherige Woche haben wir uns damit beschäftigt, dass man seinen Inventarwert weiter beobachten sollte und sich weiter für seinen Inventarwert interessieren sollte. Dieser wird auf Cardmarket durch diese Technik natürlich verfälscht, weil man jetzt nicht einfach 20 Kopien mit einem Wert von 20 Euro online hat, sondern wir 8 Kopien mit einem Wert von 30 Euro online haben, was den Wert eures Inventars schon etwas verändert. Das bedeutet, diese Technik hat durchaus Vorteile, aber auch Nachteile, die diese Technik mit sich bringt. Das heißt, was ihr ebenfalls machen könnt, ist, ihr könnt eine Excel-Tabelle für ein paar Karten, die ihr euch aufteilen wollt, anlegen oder aber für irgendwelche Sets, in die ihr groß rein investiert habt, die ihr euch aufteilen wollt, und ihr tragt in diese Tabelle alle Karten ein, die ihr gezogen habt, und stellt dann nur die Karten, die ihr jetzt gerade verkaufen wollt, also die 9 Stück online, und habt aber alle 20 in dieser Tabelle und schreibt rein, wie viele ihr davon eingetragen habt. Ihr guckt da einmal die Woche nach und tragt dann dementsprechend immer nach, bis ihr keine Kopien mehr übrig habt. Oder aber ihr tut die einfach in eure Kiste, wenn ihr kein sonderlich großes Inventar habt, dann funktioniert das am besten. Ihr habt eure 2-3 Kisten hier, solche wunderbaren 4000er Kisten zum Beispiel, kann ich nur empfehlen. Ihr habt eure Karten da drin und ihr habt die sortiert, aber ihr tragt nicht alle Karten auf einmal ein. Und dann, wenn ihr merkt, oh, ich habe keine von dieser Karte mehr online, aber in meiner Kiste hier sind noch 10 Stück enthalten, dann könnt ihr zu einem teureren Preis die Karten nachtragen. Wenn ihr noch geschickter werden wollt und ihr Lust habt, etwas Geld zu investieren oder ihr Ahnung von der ganzen Sache habt, dann könnt ihr euch auch mit der API-Schnittstelle von Cardmarket verbinden und könnt euch sagen, hey, ich verbinde das Ganze jetzt mit Tabelle XY und ich bekomme einen Alarm, sobald alle meine Karten, die ich online habe, was nicht mein Gesamtbestand ist, verkauft sind, sodass ich dann merke, hey, ich kann nachschauen, die Karten haben sich jetzt innerhalb von 2 Wochen, haben sich 10 Kopien davon verkauft, das ist relativ schnell, und da inseriere ich halt einfach mal 10 weitere Kopien, allerdings etwas teurer, sodass ich etwas länger was von diesen Karten habe. Das ist aber dann schon wieder eine etwas erweiterte Praxis und man sollte nicht anfangen, mit der API rumzuspielen, wenn man davon keine Ahnung hat. Ich mache das zum Beispiel auch nicht selber, ich bin kein Programmierer oder ähnliches. Ich lasse mir da zum Beispiel von Menschen helfen. Gut, ich hoffe, das Video hat euch was gebracht und es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, welche Technik ihr benutzt. Benutzt ihr eine von diesen Techniken? Hat euch das überhaupt interessiert? Und falls es euch wirklich was gebracht hat, wie gesagt, ich würde mich sehr über ein Abo freuen.
Ansonsten, mein Card Market Shop und eBay unten in der Videobeschreibung. Alex von Rising Time ist mein Name und ich würde sagen, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, habt einen schönen Tag und bis morgen. Ciao.